Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Angelfreunde. Leute, er schreit schon wieder so laut. Wir sind hier an einem, Leute, wir sind unterwegs, Abenteuer, mit dem Fahrrad wieder, an einem super mini kleinen Gewässer, einem kleinen Fluss. Leute, schaut euch wo das mal hinter mir. Wo kaum jemand angelt. Wahnsinn. Und der Salah kommt ans Wasser und trampelt wieder rum und schreit hier rum. Ja. Wir müssen leise sein. Das wird eine ganz spannende Folge dieses Mal. Das ist wirklich ein krasses Gewässer, wo Hechte, Barsche, Zander, Welse, Rapfen, alles drin. Und das in Besonderheit, verkrautet, flach, man kann verrückte Köder hier fischen. Also wir haben einiges mega vor. Und habt ihr den Push schon mal so leise gehört? Eigentlich nicht. Sorry. Und ich bin richtig aufgeregt. Ich habe hier die Köderbox in der Hand. Ich muss sagen, ich bin wirklich nervös. Ich habe hier zwei tolle Routen dabei. Du hast einiges vor heute. Und ihr kennt das alle, wenn ihr am Wasser kommt, so die ersten Würfe und so spannend. Also bleibt deswegen dran. Lassen wir los, Lee. Ja, Leute, jetzt geht los. Jetzt haben wir ein Problem. Zu viel Köder mit anscheinend. Beziehungsweise ich kann mich nie entscheiden. Das Wasser ist ein bisschen trüb. Ich glaube. Ja, nein, du willst den auch nehmen? Ich habe mich schon entschieden. Jetzt auch, du. So, Jan. Geht gut, Jan. Auf eine schöne Zeit. Links, linke kommt vom Herzen. Ja, der läuft schon mal gut. Geh schon ein bisschen weiter. Das sind Fische. Da, 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 Levi! Oh! Ja, ab, ab, ab! Oh, hat er gebissen, der stand hier vorne. Guck mal hier. Guck mal hier. Der stand hier vorne, der war richtig dran. Das war ein richtig guter Hecht. Oh, ist darauf. Man rasselt's noch heil. Leute, Leute, was war das für ein Fisch gerade? Hier. Oh, ist der raufgeballert hier. Der hat einmal kurz geschnappt. Ich denke, hä? Aber irgendwie an der Seite nur so erwischt, weißt du? Wenn er ihn hier gehabt, hätte ich ihn gehabt. Aber der hat also ihn hier gepackt. Ich habe ihn gesehen. Der war über 80 cm. Der war groß. Der war groß, ja. Da war was. Da war was. Komm, da kommt die. Siehst du das? Da war irgendwas war da. Aber ich habe irgendwie, siehst du, da kam was hoch. Aber ich habe hier Kraut dran gehabt. Irgendwas war da. Ganz leicht so, bumm. Da war irgendwas. Da, 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 da. Schnell, oh, pop, pop, da hat er genommen. Ich wusste, er hat ihn genommen. Und der Drilling hängt. Der Drilling hängt unten. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste, da war ein Fisch, du. Mega, mega, Leute. Ja, voll den Boss genommen, du. Ist das mega, boah, Leute. Voll genommen. Es ist jetzt kein Riese, aber ein schöner Fisch. Und guck, deswegen mache ich den Drilling immer noch unten. Siehst du das? Der Drilling ist drin. Der Drilling ist wirklich krass. Und der Kescher ist geil, oder? Der ist mega. So, komm. Komm, ich habe die Zange gleich hier parat. Boah, das heißt, ohne Drilling vielleicht wäre nicht hängen geblieben. Guck dir das ja, mal an. Ja, wäre nicht hängen geblieben ohne Drilling. Ja, Leute, schaut euch das an. Ein schöner Hecht. Man kann wirklich sagen, der ist wirklich schön. Der ist wunderschön. Es ist jetzt kein Riese, ja. Aber man freut sich auch über solche Fänge. Weißt du, wie schön gefärbt der ist? Ja, das ist das. Und das ist so, macht das nicht immer so abhängig von der Größe. Den Tipp gebe ich euch nur. Auch diese Fische sind schön und ich freue mich wirklich über diesen Fisch hier. Und das am Fluss. Du, wir sind erst seit 5 Minuten hier. Ja, und der Boss fängt, Leute. Guckt euch mal den Schnabel an. Mega. Ich setze ihn jetzt wieder zurück, weil, damit das schnell geht, guckt mal. Der ist wunderschön. Guck mal wieder weg. Guck mal, hier vorne steht er. Ey, oh, ist der. Hast du gesehen, wie getigert der war? Der war richtig getigert. Das war richtig schön. Das ist, ich sag euch, das ist Erlebnis, Leute. Und das ist Angeln. Und mega. Ich bin richtig glücklich. Also richtig schöner Tag. Ja. Und wie findest du meinen neuen Kescher? Ja, den finde ich richtig toll. Guck mal, du hast ihn. Ich habe ihn auch bestellt. Ich habe ihn noch nicht bekommen. Der ist so neu. Guck mal, zack. Ja, guck mal. Das ist das. Also der hat ganz große, grobe Maschen. Das finde ich ja sehr schön aus Gummi. Und der hakt sich auch nichts fest. Ne? Das ist wirklich voll gummiert, das Ganze. Ich kann da mal hinfallen. Guck mal hier, wenn ich jetzt so mache, ne? So, Mama, ich mache mir jetzt mal so. So, guck mal, Salah, guck mal. Das habe ich ja gleich gesehen. Guck mal, und da, du nimmst den einfach. Jetzt gut, das musst du natürlich runtergehen. Ja, aber sofort hast du den Drilling raus. Du kannst ihn sofort rausnehmen, hier den Drilling. Guck mal, zack, raus. Das ist Wahnsinn. Also ja. Der Kescher ist Endstufe. Top. Ja, meiner. Ja, und der Köder auch. So Leute, der Jan hat bis jetzt 4 Kontakte gehabt. Sein Köder, der Boss, ist 15 cm lang, aber ganz schön breit und macht schön Druckwelle.
Meine Köder bis jetzt, ich glaube, ein Fehlbiss hatte ich. Ich probiere jetzt was anderes. Größere Köder, da freue ich mich besonders drauf. Endlich mal ist er da. Ja, und den kriegt ihr jetzt zu sehen. So, Freunde, da ist er. Der KGB, der König unter die Swimbaits. Ja, in den USA schon sehr bekannt. Und endlich mal ist er auch hier in Europa angekommen. Die Haken drehen sich 360 Grad. Guckt euch mal das an hier, Leute. Ist das nicht Wahnsinn? So, der kommt jetzt dran an die schwere Route. So, Jan, komm. Ich glaube, hier hast du den Fehl bis vorhin gehabt, oder? Was ist das für ein Köder? Ich muss nur den Köder, der Köder ist mega, oder? Ja, der ist geil. Ob ich auch den Köder nehme? Guck mal, Leute, der Zahler hat sich den Köder rangemacht. Ja, klar. Den neuen? Pass auf, ich mach den auch ran. Den auch so. Ich wusste es. Geil, oder? Dein oh, erste, Leute. Was ist komm das rüber, komm krass. Rüber, komm rüber. Ist das krass, Leute? Komm ist rüber. Das krass? Der Köder ist geil, oder? Oh, oh, ist das krass. Oh, ich, der hat ihn genommen. Jetzt steht er da. Leute, Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn, oder? Und so bekommt man Vertrauen. Oh. Ich sag euch, Leute, der Köder nimmt den Köder, der Jan nicht mehr runter. Den lasse ich drauf. Was denkst du? Hat der den genommen, du? Guck mal hier, voll genommen. So, da ist er schon. Da ist er schon. Guck dir das mal an. Der hat den voll genommen, der hat ihn so genommen. Du, ich hab den Biss gesehen, krass. Salah. Salah, ich schwöre, ich hab den Biss gesehen. Leute, es ist so schön. Du also hast mit dem neuen Liebling, oder? Ja, ich habe den Köder jetzt probiert und ich hab gemerkt, den kannst du ganz langsam reindrehen. So, ich werde den Fisch mal kurz versorgen und dann werde ich was zum Köder sagen. So, ich muss jetzt mal den Fisch. Das war dein zweiter Wurf oder so? Ja, natürlich. Heftig. Du hast einen Lauf heute. Gekonnt ist gekonnt. Ja, ja, da muss man keine Angst haben vor großen Köder. Nein, muss man nicht. Guckt euch mal den schönen Hecht an. Unglaublich. Oh, der sieht genauso schön aus. Der ist wunderschön. Dass der einfach diesen großen Köder attackiert, ne? Komm schnell zurück. Und soll man noch schnell sein? Du. Und guck mal, der schwimmt sofort weg. Wo klar ist das auch große. Das war mega. Der KGB, Leute, ist geil, oder? Und der, ich sag euch das, KGB. So hieß ja früher der russische Geheimdienst. Das ist der König unter die Swimbait. Das ist der König. In den USA schon so bekannt. Jetzt ist er endlich mal bei uns in Europa. Ja, da haben sie einige Tournaments auch gewonnen. Und so habe ich gehört. Also das ist ein sehr, sehr guter Köder. Ja. Guck mal, jetzt zwei große Drillinge. Zack, zack, raus aus dem Kescher, das geht überhaupt schnell. Kein Problem. Das geht sehr schnell mit dem. So. Das geht weißt du? So, guck mal. Und ich sehe das in deinen Augen, du bist begeistert. Ja, total. Zweiter Wurf. Total. Also, und Leute, ihr könnt das kann man jetzt schlecht rüberbringen. Ich habe wieder nicht geschmiert. Ich habe geschmiert. Ich mache ja immer. Und du merkst das auch so. Also gut, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Da ist immer noch das Smellgel drauf. Hier siehst du das, hier vorne. Guck mal, hier vorne siehst du das noch? Ja, ja, ja. Kann man das sehen? Ja. Und dadurch, durch dieses Smellgel, das ist ja kein UV-Köder in dem Sinne, glaube ich. Der ist, glaube ich, nicht UV. Nee, der ist nicht UV. Ich habe da wirklich UV-Gel genommen. Und das ist ja kein UV-Köder. Und dadurch hat er vielleicht auch, weil das Wasser ein bisschen trüber ist, hat er das gesehen und ist voll raufgeballert. Ja, und ich glaube daran. Also könnt ihr mir sagen, guck mal, hier ist die Bastel. Die kommt schon raus. Ich glaube daran. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wer nicht dran glaubt, kauft sie nicht. Ja. Lass sie einfach für mich. Weil ich kann sie wirklich immer gebrauchen. So, jetzt bin ich selber heiß hier. Das ist mega, oder? Ja, komm, die Farbe hast du jetzt. Die lasse ich jetzt dran. Die kriegst du nicht mehr wieder. Ich weiß, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Weißt du, was ich glaube, Salah? Guck mal, guck dir mal den Köder an. Ich glaube, der sieht so richtig struppig aus. So verletzt. Weißt du, wie ich meine? Die hintere Flosse. Nein, das sind die Borsten. Das soll richtig verletzt aussehen, als wenn der echte Fisch zerfranste Flossen hat und dadurch kann er nicht so wegkommen. Ja. Ich meine, einen Wurf muss ich noch machen. Du, ich schmiere. Was machst du da? Schön schmieren. Das ist doch das. Ganz langsam gedreht habe ich, ganz langsam. Guck mal, ganz langsam. Das war Wahnsinn. Der weiß genau, wo er lang geht hier. Du. Hier sind die Löcher. Du machst einen Schritt und einmal bist du weg. Ah, macht Spaß, oder? Ja, das ist schön. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist Angeln. Das ist richtig.
So Leute, ich habe jetzt ein kleines Twitch-Bait genommen, der Twitchy. Relativ klein. Ich bringe den erstmal auf Tiefe. Und dann fange ich den zu twitchen. Oh, ist gar nicht so tief, ich bin schon unten. Oh, schöner Kraut. Da, 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 da. Hängt, natürlich hängt der. Was war los mit einmal? Ich dachte, der Köder ist krass. Der Köder ist so krass. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht. So krass. Oh. Der Jan wieder. Der hat ihn genommen, du. Schon wieder. Guck ich mal. Muss wieder laufen. Aber auch wieder die Größe. Aber trotzdem, ja, die hinteren. Guck mal, die gehen auf. Den hinteren. Guck mal den hinteren. Guck mal, krass. Nein. Der will nicht schnell, der will nicht raus. Der hat Angst vorm Kescher. Mach ihn doch mal. Der ist größer. Der ist deutlich größer, ja. Na klar. Guck mal, wie der geschnappt hat. Der Köder ist gut. Du hast auch die richtige jetzt, Farbe. Ich sag dir das, guckt euch das an. Guckt mal hier, Wahnsinn. Wer den genommen hat. Volles Fund. Ich habe ganz, wirklich ganz langsam gedreht. Und dann flankt er so. Bam, bam. Ganz gemütlich flankt er. Und hat ihn voll genommen. Ich glaube auch, dass neue Köder einfach, das kennen die noch nicht. Das, so einen Lauf kennen sie noch nicht. Da gehen sie voll drauf. Ja, Leute, schaut euch diesen hübschen Fisch an. Ist der nicht schön? Wahnsinn, oder? Also wirklich schön. Wunderschön hier. Ja. Du, die, sind, die haben großen Hunger. Ja, die haben, und wie? Du, guck mal. Technisch schnell reinsetzen. Guck mal, und dann schwimmt er weg. Und das ist doch herrlich. Und gerade wenn ein neuer Köder, und da ist er nämlich auch, der KGB-Chat, denn der so, Salah hat die da mitgehabt. Also ich habe ihn ja gar nicht mitgehabt, Salah hat die mitgehabt. Ja, du, zur Hälfte gehören die Fische mir. Und so, und guck mal hier. Was, und er ist immer noch, guck mal, es ist immer noch das Schmier. Siehst du das? Siehst du hier oben diese, ja, diese Wassertropfen? Du schmierst auch ordentlich drauf. Ich schmier ordentlich drauf. Ich glaube, ich bin zu sparsam. Ja, du musst ein bisschen mehr drauf schmieren. Weil da, ich glaube, durch diese Paste bekommt dieser Köder einen anderen Lauf im Wasser. Er sieht, dass diese Paste ist wie so eine Schleimschicht, ja, weißt ja, du? Ja. Wenn ich das so rauf mache, und das glaube ich einfach, ich habe sie hier, dass er dann irgendwie anders durchs Wasser läuft. Ich weiß nicht. Und gleichzeitig habt ihr auch da natürlich Geruch drauf. Ja? Amino sozusagen. Und UV. Und der Köder ist ja eben gar nicht UV. Und durch dieses Gel jetzt hier, das hält ganz lange drin, ja sicherlich, ihr habt natürlich jetzt verschmierte Finger dadurch, aber ich habe da jetzt kein Problem mit. Richtig einschmieren. Guck mal, richtig, das kann man richtig dick machen. Auch hier hinten mache ich das auch. Und der kam hinterher. Da habe ich richtig gemerkt, so ja, ich habe reingedrückt und mal einmal so, hä? Der war so lose, der war lose, ich schwöre. Und dadurch, ich habe gleich fort angehauen. Dachte ich mir, der muss anhauen. Instinktiv. Hat er schön genommen. Ja, ein schöner Fisch. Also ich liebe diesen Köder schon. Also. So. Jetzt probieren wir weiter. Bin mal gespannt, wie viel du damit heute fängst. Das geht noch. Ich glaube, das wird noch richtig gut. Weißt du das? Ja, das sieht aber gut aus, oder? Ich habe den KGB jetzt dran. Ich will es auch wissen. Der war dankbar. Jan, mein Herz. Ich krieg ein Herzinfarkt hier. Leute, das ist Wahnsinn. Da. Oh, schon wieder. Nein. Ich habe den wieder gesehen. Ich habe zu früh angehauen, Leute. Das ist ein Reflex. Das ist einfach ein Reflex. Da kann man nichts machen. Oh, Leute, das sieht so interessant aus. Hier geht der so ein Altarm rein. Meinst du, wie kommen wir durch? So schlammig aus. Oh, das sieht so tief aus, ey. Pass auf, du gehst vor. Ich gehe wir machen vor, das wieder so, klar. Du gehst vor ich und ich komme hinterher. Ich glaube, die ganze Kamera ist und ja, so. Ja, genau, das passt ja. Du gehst vor. Ich komme hinterher. Kannst einfach gehen. Einfach gehen. Einfach gehen, sagt er. Oh. Problem. Boah, das geht ja aber richtig runter jetzt. Ist das tief? Ja, für dich nicht. Wie tief ist das da? Vielleicht hier.
Hätten wir da auch, kann's tief werden. Ja, hätten ja. Wir auch fischen können hier so tief wie das. Ja, ich hab einmal geworfen hier drin. Nee, jetzt brauchst du nicht mehr lang reden. Der ist alle verscheucht. Guck mal, der geht tiefer. Tief getrampelt hier. Das war zu tief, Leute. Da hinten müssen wir durchkommen. Ich hoffe, lohnen sich auch, Leute. Das ist Wahnsinn, was wir alles machen. So, jetzt bin ich in dich getreten. Ich glaube, jetzt fange ich auch. Der Jan ist eh schnell mit seinem E-Bike. Kommt ruckzuck. Ich muss hier trampeln. Salah, jetzt wird's spannend hier. Was hast du jetzt hier vor? Und überall ist Stacheldraht. Du gehst vor. Wir machen das wieder so. Kennst du das? Du gehst vor. Ja, sonst gehst du ja immer vor. Salah, ich sing schon ein. Du singst schon, was machst du da? Ich bin schwer geworden. Der singt schon ein. Aber krass, wie tief das hier ist, ne? Ja. Oh, pass auf die Hose auf, mein Freund. Also ich gehe lieber hier an der Seite. Ich will meine Hose nicht kaputt machen. Ganz ehrlich. So gerne. Oh, 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 oh. Ich bin ja noch kleiner und ich kam durch. Aber da sinkst du schon voll rein in Motte. Da hast du lieber drüber geklettert. Nimm mal die Hand. Nimm mal die Hand. Oh, du schwerer muss ich. Der schiebt mir den Schuh aus. Der zieht mir den Schuh aus hier. Guck mal. Jetzt machst du den noch brauner, das Wasser. Jan, Jan, Jan. Was ist? Pass mal auf. Meinst du, es beißt gleich? Sofort. Was? Du warst so laut, aber jetzt beißt. Pass mal auf. Siehst du diese Kraut vor uns? Jetzt beißt du, wo die standen. Bisschen tiefer, ne? Da kommt er hinterher. Da kommt er hinterher. Ich seh ihn. Leute, ihr könnt das nicht sehen. Oh, der war hinterher, ne? Der steht immer noch da. Oh, ich sehe ihn nicht mehr. Doch, ich sehe ihn immer noch. Der hat sich bewegt gerade. Aber ich hänge im Kraut, Leute. Das kann nicht sein. Leute, Wahnsinn. Oh Gott, wo ist der Salah lang gegangen hier? Guckt euch das mal an, wie krass. Ich meine, das ist schon abenteuerlich hier, oder? Das macht Spaß. Krass, ey. Aber gut, dass wir die Warthose mitgenommen haben. Ja. Ja, Fisch, Fisch da. An! Da drin ist der! Da ist er! Der Salah über Uschi! Oh! Ah! Oh! Salah, was ist los? Guck mal, der schwimmt! Komm her! Ein Schneider! Jawohl, ist das herrlich. Ja, toller Fisch. Hast du gesehen? Der Kescher schwimmt. Der Kescher schwimmt, ja. Ist doch mega. Du kannst auch bestimmt schwimmen. Kann ich auch so lassen. Was kannst du auch schwimmen? Geh mal ein Stück tiefer. Du. So, jetzt gibst du mir deine Hand hier. Vorsicht, ich bin schwer. Ich hänge, du hast gut. Du, ich war voll im Schlamm drin. Was hast du da drin? Ja. Ah, du hast auch umgebaut. Ich habe auch umgebaut. Auf ein bisschen mehr Krach. Spinnerbait, ne? Mehr Krach. Ja, wollte haben. Da ist er, der Chat als Trailer. Top. Ja, da ist super. Der Kleine. Der kommt ganz schnell weg. Der kommt ganz schnell wieder rein. Ja. Du, guck mal hier. Krass. Blutegel drauf. Ja, ja, die sind schon passiv. Der hat sich kaum bewegt, glaube ich. Ja. Ich glaube, der hat sich so, kaum danke bewegt. Dir. Und weg ist er. Was sagst du, Meister? Ja, das ist das ja immer. Ne? Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist das ja immer. Man muss auch mal umbauen und mal probieren. Ein paar Köder mitnehmen. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen auf Krach probiert. Heute Morgen war eher ein bisschen langsam. Der Swimbait, der KGB, ein bisschen mehr Volumen. Hast du vorgemacht. War gut. So. Wir sehen, wie du im Regen fährst. Mit deinen. Was heißt, du stehst überhaupt drauf da? Born to ride? Ja, ich muss born to fish stehen. Ja, born to fish muss da stehen. Guck mal hier, der Salah mit seinem kleinen Rad hier. Wo hast du das aus Marrakesch oder was? Guck mal, wie schnell. Ja, das ist aus Marrakesch. Aber er fährt. Kann man schön klein klappen, ne?
kaputt gewesen. Echt? Von dem Würstchen? Ich mach keinen Sport mehr. Ja, Leute, also zum Köder KGB muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Der hat heute richtig geliefert. Also bin ich richtig überzeugt. Ist natürlich immer schön, wenn man so eine Phase hat, wenn die Fische beißen, dass man dann einen neuen Köder probiert, um einfach auch Vertrauen zu gewinnen. Und ihr seht das hier, ich fische das Ganze mit der Baitcaster. Und die OX oder OX genannt, dann, die haben wir ja in zwei Größen. Und ich fische gerne die größere Größe, dann natürlich auch mit einer stabilen Baitcaster-Rute. Und das Besondere an dieser Rolle ist einfach diese schöne Knarre. Das haben die wenigsten Baitcaster, eine Knarre. Also geht ruhig mal ins Fachgeschäft, probiert das mal aus. Und das finde ich gerade richtig schön, dieses Knarrgeräusch. Wenn man größere Räuber weiß, dass sie dann das auch hört. Man kann damit schnell werfen, das ist das Besondere. Und das Ganze drallfrei. Und deshalb fische ich damit sehr, sehr gerne. Und ja, hat auf jeden Fall heute funktioniert. Ja, liebe Angelfreunde, der Regen wird immer stärker. Aber heute hatten wir richtig schönes Angeln gehabt hier mit Zaller, Elber, Buschi. Wir stehen gerade unter dem Baum. Ja. Da kommt jetzt eine richtige Regenfront auf uns zu. Und deshalb müssen wir leider abbrechen. Wir haben jetzt circa 4 Stunden geangelt. War mega. Ich sag euch das. Und du hast dich verliebt, oder? Dieser Köder ist eine Macht. Ich sag euch das. Und ja, das ist mein Köder. Das war mal dein Köder. Der gibt mir gar nicht mehr. Das ist herrlich. Nee, den habe ich hier schön bei mir drin. Und das Melge ist immer noch dran. Ja, das geht. Das Schöne, wir sind ja weiterhin die Tage unterwegs. Das ist nicht schlimm, wenn wir gleich Feierabend machen, beziehungsweise schön in deinem Camper was kochen. Ja, wir werden schön was kochen und morgen erwarten uns wieder neue Abenteuer. Das heißt, abonniert den Kanal. Auf jeden Fall. Die nächste Folge kommt garantiert morgen. Eine Überraschung. Mehr darf ich da noch nicht sagen. Nee, darfst du nicht. Na, gar nichts verraten hier. Nein, nichts verraten. Ja, das reicht. Abonniert den Kanal, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne sehen wollt, wo wir vielleicht auch mal fischen sollen. Vielleicht habt ihr eigene Gewässer oder ihr kennt irgendwie Gewässer, dass ihr sagt, Mensch, Zala, Jan, da müsst ihr mal unbedingt hin. Kommentiert das unten. Ja, schöne Grüße hier. Ja, und denkt immer dran. Zeit ist Fisch! So, jetzt sind wir. Ich habe Hunger, du. Ich habe gar nichts gegessen. Nee, lass nur 1, 2 Würfe machen. 2 Würfe? Ja, ne, 1, 2, 3 Würfe. 3 Würfe. Komm, 3 Würfe mache ich noch damit, weil es ist irgendwie. So, Leute, mein Arm fällt ab. Ich bin erstmal raus. Ciao.